Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, jetzt geh. Ja. Und damit herzlich willkommen an deine Chicos und Chicas aus dem Skyline ist am Start, genauso wie der Slay. Und der Axis. Hey, da. Und wir haben ein Unboxing von ich weiß gar nicht, was es ist. So cool ist es auch nicht. Das ist Yugi's so Legendary Dex Gedönse. Und wir haben die Original-Hüllending schon mal abgemacht. Und machen das jetzt auf. Zum ersten Mal. Oh, sind da geile Sachen drin! Oh, jetzt guckt euch das an und das und oh mein Gott! Oh mein Gott, ein Pikachu! Okay, machen wir es weg. Jetzt muss ich jetzt mal wieder scharf stellen. Ich bin nicht scharf. Stell dich scharf! Sehr schön. Wir haben hier drei Decks zur Verfügung. Plus Promokarten. Plus Promokarten. Ich werde hier das erste machen. Der Axios macht das zweite. Yay! Und der Slay macht das dritte. Und ich mache auch gleich das einfach mal, ist jetzt auch egal. Promos. Sind das immer dieselben Promokarten ja, oder unterschiedliche? Ja, das sind immer dieselben unterschiedlichen drin, ne? Okay. Also immer eine Kopie von denen, die man glaubt, das sind dieselben. Genau. Irgendwie sowas. Und dann haben wir einmal elektromagnetische Schildkröte, dunkle Erneuerung, dunkle Illusion. Reise ins Königreich, guckt ihr euch mal das mal an. Das ist die Eintrittskarte. Ja, das ist die Eintrittskarte. Die sind da auch bei als Promo. Königreich der Duellanten. Ah, hiermit kriegt man ganz, ganz viel Geld. Die Gloria aus Königs rechter Hand. Slifer, der Himmelsdrache. Obelisk, der Peiniger. Und natürlich die allercoolste ägyptische Götterkarte. Der geflügelte Drache des Rahn. Original! Ich will auch unbedingt eine Originale haben. Und eine Spielmarke. Und zwar Yugi. Wobei die Götter leider nicht spielbar sind. Ja, es ist mir auch egal. Sammelstyle und so. Ja, Mann. Und ich mache jetzt hier mit dem ersten Deck, fange ich jetzt an. Das ist Das Exodias Deck. Also, das hat er einmal während. Also, das hat er zum ersten Mal eingesetzt bei Kaiba. Und danach wurde sein Exodia weggeworfen und dann war es ein komplett anderes Deck urplötzlich. Also es ist das Deck aus dem Königreich der Duellanten. Genau. Nein, das ist nicht das Deck aus dem Königreich der Duellanten. Doch. Natürlich ist das Deck aus dem Königreich der Duellanten. Nein, das ist das Deck, mit dem er das Schiff betreten hat. Richtig. Richtig, aber da waren die Exodia dann urplötzlich weg. Aus Versehen. Ja, bei Mühlamm, da wurde sie weggeschmissen. Ja, aus Versehen ist er aus der Hand gefallen. Yeah. Er hat sich doch entschuldigt. Die nicht unten ich krieg die nicht auf. Ist dann, guck mal, da ist so ein Streifen. Ja, da ist so ein Fädchen, so ein Faden. Dann Streifen. Wohin? Da. Ja, nee, sorry, er hat das noch nie gemacht. Ja, es ist für mich irgendwie. Oh, jetzt habe ich die Exodia angegriffen. Nein, Spaß. Okay, mach auf. Da sind bestimmt voll die Oldschool-Karten drin. Das sind auch die richtigen Oldschool-Karten. Das sind richtig Oldschool-Karten. Okay, wir ziehen die vor Ort langsam ab. Und hier haben wir Exodia, der Kopf. Exodia, das rechtes Bein. Exodias linkes Bein, Exodias rechter Arm und Teil von der rechten Brust, Exodias linke Arm und von der linken Brust. Das wäre traurig gewesen, wenn der rechte Arm zweimal drin gewesen wäre. Schwarz glänzender Soldat, Gesandter des Anfangs, keine Ahnung, ob er die wirklich in seinem Deck hatte. Dunkler Magier. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Unnötigste, was ich total dumm finde irgendwie. Das dunkle Magier-Mädchen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil er die erst im Battle City-Turnier hatte, das dunkle schwarze Magier-Mädchen. Daher macht das keinen Sinn, dass es nicht drin ist. Gaia, zorniger Ritter, herbeigerufener Totenkopf, Drachenfluch, Katapultschildkröte, keltischer Wächter, geflügelter Drache, Festungswächter 1, wilder Kobold, Biberkrieger, Griffhore, mystische Elfe, die urplötzlich den Effekt hat, dass sie den anderes Punkt auf ein anderes Monster übertragen kann. In der ersten Staffel war das wirklich so. Riesensteinsoldat, der urplötzlich einfach mal so einen Mond von hinter Himmel hauen konnte, was eigentlich auch nicht geht. Mammutfriedhof,
der Seto Kaibas ultimativen Drachen infiziert hat, was auch nicht geht. Kuribo, die mich immer besiegt hat, damals, Wiedergeburt, rätherische Schwerter, mystische Box, hatte auch erst in der zweiten Staffel. Gehirnkontrolle. Nein, die hat er gegen Pegasus benutzt. Stimmt, Gehirnkontrolle, Monsterrettung, Zauberbrecherpfeil, den hatte Dingens eingesetzt, Thea. Richtig? Ja. Aber als Ausrüstungskarte. Nee. Ich glaube schon. Du meinst aber eine andere. Horn des Einhorns. Mystischer Mond. Ah, hier ist das Ding, was er die kaputt gemacht hat. Dieser kettische Riesenstein-Soldat. So Golem Typi. Brennendes Land. Damit hat er Weevils Figuren getötet. War das Weevil, wo er Brennendes Land aktiviert hat? Nein, das hat er gegen... stimmt, den Wassertypi. Gegen den Wassertypen. Gegen den Wassertypen. Das Wasser verdunsten lassen und alle seine Wassermonster lagen auf dem Trocken. Ja, das war so geil. Vervielfachung. Detonieren. Makiu, den magischen Nebel. Ach, den hat er aber bei Weevil benutzt. Genau. Dann hat er nämlich die Insektenmotte. Hat er, keine Ahnung. Ist aber plötzlich nass geworden und dann mit dem herbeigerufenen Totenkopf hat er das platt gemacht. Polymerisationi, schwarzglänzender Ritualtypi, Spiegelkraft, magische Hüte. Ich weiß noch, wie früher, wie man sich gefreut hat über Spiegelkraft, wie man es abgrundtief gefeiert hat. Magische Hüte, Auge der Wahrheit, Verlagerung und Drachenmeister Gaia. Also richtig die Oldschool-Variante von Oldschool. Und wir legen die wieder vorsichtig hier rein. Und dann geht's direkt weiter mit dem Axios. Nee, das und bin ich. Alte Mann muss. Au! Also für jeden, der es. Huch, ich bin in die Kamera gestoßen. Für jeden, der es noch nicht weiß, ich bin's. Hallo? Hi. Okay, so, ich übernehme das Deck von Yugis Battle City Deck. Wie man ja auch schon gesehen hat, das Titelmonster Valkyrion. Wird ja, glaube ich, in der Serie gerade mal ein oder zweimal gespielt hat, wenn ich mich nicht irre. Dreimal sogar. Okay. Plus das Abschlussduell, wo ihn nicht der Pharao, sondern halt der kleine Yugi gespielt hat. Ach ja, genau, stimmt, da war ja was. Oh, top. Also die Folie, die funktioniert schon mal einwandfrei. Ah, die Diskussion hatten wir ja heute schon. Na, was so. Ein Moment. So. Vor allem ein Felsmonster. Ich hätte es irgendwie nicht so wirklich unter Felsmonster gesetzt. Aber naja, egal. Mich fragt ja keiner. Also, auf jeden Fall haben wir einmal Valkyrion. Dann die Variante des schwarzen Magiers mit der roten, mit dem roten Anzug, den eigentlich gar nicht Yugi hatte, sondern sein Gegner in einem Duell. Genau, irgendwie so hieß der. Da hat der rote Magier gegen seinen schwarzen Magier gegangen. Fakt ist, die First Print, die gab es vorhin noch nie. Und die schönste Version des schwarzen Magiermädchens, die ich unbedingt auch besitzen will. Dann die verräterischen Schwerter in Ultra Rare, genauso wie Spiegelkraft in Ultra Rare. Dann der Buster Blader. Ja, Sekunde. Den kennt ja auch so gut wie jeder. Den Erzunterwälter von Gilfer, den Ritter des Buben. Ritter des Buben, hat er die schon in Battle City gehabt? Ja. Ritterin der Königin. Ritter des Königs, Baphomet und Gazelle. Na, dann wird da hoffentlich auch die Fusion von beiden mit drin sein. Das würde ja nur Sinn machen, die Chimäre. Dann haben wir Alpha-Magnetkrieger, Beta-Magnetkrieger und den Gamma-Magnetkrieger. Eine Großschildwache und mal wieder ein Kuribo. Dann die Zauberkarten. Wir haben eine Wiedergeburt. Ein dunkler magischer Vorhang ist eigentlich eine sehr nice Zauberkarte. 1000 Messer. Magische Formel. Magieartige Dimension ist auch eine nice Karte. Wellenbewegungsdiffusion. Ich kenne nur die Wellenbewegungskanone, aber ist egal. Der Doppelzauber. Ektoplasma. Seelennehmer. Topf der Gier. Kartenzerstörung.
und Austausch, Monsterrettung, Polymerisation. Oh, das heißt, da kommt ein Fusionsmonster. Defusion, das ist nicht das Fusionsmonster, von dem wir reden. Vervielfachen für Kuribo. Sehr sinnvoll eigentlich. Magische Hüte, magischer Zylinder, auch mal ultra selten gewesen, kriegt man jetzt überall hinterhergeschmissen. Faszinierender Kreis, Lichtschwert, Kettenzerstörung, Seelenleine, Tragödie und Chimera, das fliegende Sagenungeheuer. Lol, die heißt eigentlich komplett anders, oder nicht? Chimera, die mythische Flutbestie, heißt sie in der Serie. Dann, diese Karte wird immer als eine Phantomungeheuerkarte behandelt. Steht hier, diese Karte wird immer als eine Phantomungeheuerkarte behandelt. Wenn diese Karte zerstört wird, du kannst einen Baphomet und einen Gazelle oder einen Gazelle in deinem Friedhof wählen, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Phantomungeheuer. Aber kein Mecha-Phantomungeheuer. Ja, das ist wahr. Ja, das ist auf jeden Fall das Battle City Deck. Das packen wir auch mal wieder schön zurück. Und die Holos drauf. Und die Holos packen wir natürlich drauf. Und der Exit setzt sich jetzt hin und macht die Holos. Und als nächstes ist der Slay dran. Tschüss! Nein, bitte nicht! Geh nicht! Könnte sich irgendwann mal da hinsetzen und die Holos dann eintüten? Könnte ich vielleicht machen. Ich musste mich wegsetzen. Ich darf die Mann den schwarzen Chaos nicht berühren. Wer sagt das? Ich. Ah. Ich finde gerade den Anfang irgendwie nicht. Meinst du? Was für unser Rennen? Egal? Rot. Welches Deck ist denn das jetzt? Ach ja, genau. Jetzt kommen wir zu dem. Jetzt kommen wir zu dem Deck, das Yugi gegen den Pharao benutzt hat in der letzten Doppelfolge. War das eine Doppel- oder eine Dreifachfolge? Wahrscheinlich eine Dreifachfolge. Keine Ahnung, auf jeden Fall halt in dem letzten Duell, wo dann die Seele vom Pharao befreit wurde und. Boah, Spoiler! Oder wo es. Der Seite geht's auch, ja. Und ja. Genau. Genau. Hat er nicht der Pharao sogar das Exodia-Deck gespielt? Nein, der Pharao hat das Götter-Deck gespielt. Ach ja, genau. So, dann. Und natürlich hat der kleine Yugi gewonnen. Ja. Dann haben wir hier einmal den Magier des schwarzen Chaos. Hier einmal den dunklen Magier des Chaos. Ist der jetzt verboten oder nicht? Der ist verboten. Genauso wie der glänzende, ne? Welcher? Der Effekt glänzende, ohne Ritual. Nein, der ist auf 1. Ach, der ist wieder erlaubt. Schon lange. Ich spiele den doch auch. Hm. Dann einmal schweigsamer Magier Level 8. Wuhu, ich habe wieder einen. Meinen letzten habe ich abgegeben. Ein schwarzen Magier in der langweiligsten Version, wie ich finde. Ja. Goldsarkophag. Oh geil, ein Goldsarkophag in Gold. Super? Ultra. Ultra? Ultra. Das ist Ultra. Okay, ein Gandora, Drache der Zerstörung. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, die Karte. Nee, das ist keine Holo mehr. Dann Schweigsamer Magier Level 4. Schweigsamer Schwertkämpfer Level 7. Schweigsamer Schwertkämpfer Level 5. Level 3. Dunkles Magiermädchen, auch ein sehr schönes Artwork. Nee, das ist das Hässlichste. Ich finde das auch nicht schön. Das ist das, was ich denke. Das vom Battle City Deck finde ich ja, das schön. Ja, das ist das Hässlichste von allen. Also ich finde die so Barster Klingenkämpfer, der Trickreiche. Ritter des Buben, Ritter der Königin und Ritter des Königs. Dann die drei Gadgets, grün, rot, gelb. Erfahrener dunkler Magier. Erfahrener weißer Magier. Hat er den benutzt? Nein. Okay. Blockmann. Marshmallow, Trollolol, hatte ich bis vor kurzem noch in meinem Drachendeck. Neuauflage von Kuribo. Genau. Oh, ein Kuribo, ich liebe Kuribo. Wiedergeburt, verräterische Schwerter, Karte der Heiligkeit, Karten der Heiligkeit, okay. Ne Poli, das heißt doch ein Fusionsmonster. Angriff mit dunkler Magie, vereinigte Magie, Engagement durch Licht und Finsternis. Schwarzes magisches Ritual. Trickreicher Zauber 4. Button des Drachenzerstörers. Marshmallows Brille. Die ist geil. Die ist gut. Solange. Ein bisschen gucken, dass es hier zu sehen ist, ne? Solange Marshmallow in deiner Monsterzone liegt, kann dein Gegner keine anderen Monster außer Marshmallow hat. What the fuck? Okay, und die dritte Spiegelkraft, Kreis der Magier,
Ich habe auch eine Axt, die finde ich nicht so toll. Was tust du da? Ich will was gucken. Da ist nichts drin. Könntest du mal deine Karten da rausnehmen? Stronghold, die mobile Festung. Wundersame Heilung und... Holy fuck. Holy... Das ist das schöne Artwork. Oh mein Gott. Vom finsteren Paladin. Es ist ein dunkler Paladin. Oh mein Gott. Ja, bitte. Nicht du, Skyline. Eine meiner absoluten Lieblingskarten. Oh mein Gott. Ich komme gerade irgendwie nicht drauf klar. Ja, wie gesagt, das ist das aus von normalen Yu-Gi-Oh! Das Deck aus den letzten Folgen. Ich komme aus der dunklen Paladin gerade irgendwie nicht klar. Und ich wusste ja eigentlich, dass da drin ist, aber jetzt ihn in der Hand zu haben, ist halt... Ich will das Magiermädchen haben. Never! Dafür kannst du mir gar nicht genug bieten. Ja. Das war unser Unboxing, würde ich behaupten, oder Skyline? Also du willst natürlich noch deine Hose unboxen. Oh mein Gott, war der schlecht. Kann ja mal dein Gesicht unboxen. Ja. Ja, haben wir noch was zu sagen? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Ach doch, wo haben wir die her? Wir haben die bei einem Händler gekauft, der heute ein kleines Yu-Gi-Oh! Turnier veranstaltet hat. Bei einem Händler. Wo wir alle drei dran teilgenommen haben. Der Ex ist in den Top 3. Top 8. Entschuldigung, Top 8. Skyline auf... Meine Cyberdrachen, die morgen übrigens vorgestellt werden. Genau. Skyline auf Platz 16. Von 20 möchte ich dazu sagen. Ich bin nicht Platz 16 von 16. Und ich... Ein Platz über den Volkians gewesen. Oh, ja. Und ich in den Top 10. Immerhin. Top 10. The Fist of 10. Genau, in den Top 10. Gerade so noch. Ja, es war ein relativ erfolgreiches Turnier. Und ja. Besonders für Infernoids. Ja, besonders für Infernoids. Ich glaube, ich werde auch mehr angewöhnt, Infernoids zu spielen. Nein, tust du nicht. Noch als kleine Information nebenbei jetzt hier. Weil das wahrscheinlich demnächst hochgeladen wird, morgen oder so. Bei dem Deckprofile, was wir jetzt demnächst hochladen werden, wird das Gewinnspiel noch zum letzten Mal jetzt auferlebt. Das heißt, in diesem Video werden sich ein paar Pokémon verstecken, deren Anfangsbuchstaben ergeben ein Lösungswort. Es ist in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert, sondern unterschiedlich. Und ihr müsst das Lösungswort herausfinden. Einfach das Lösungswort an mich senden und also ans PN bei Facebook oder bei YouTube und dann könnt ihr halt den Gewinn teilnehmen. Ab 16 kann man den ersten Platz, also die 16 Jahre alt sind, können halt den ersten Platz belegen. Die anderen können halt den Platz 2 und 3 belegen, ab 12. Und zum Gewinn gibt es halt Diablo Special, Mega Special, World of Warcraft Mini Special Edition und halt StarCraft Normal Edition. Ja, einfach mitmachen und der Gewinner wird ausgelost. Ich weiß nicht, wann ausgelost wird. Also das ist ein bisschen offen, damit mehrere Leute mitmachen können. Ja, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Ich werde es nochmal in aller Ruhe halt demnächst erklären und dann sage ich erstmal danke fürs Zusehen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss und ciao.